Es ist soweit. Wir sind beim Ende des 7. Kapitels, scheint es mir zumindest. Denn hier, ja, sieht es mir sehr stark nach Boss aus. Ach, das ist gar nicht der Drogenauslag. Das seid ihr ja. Ich habe euch schon erwartet. Das, aber... What the... Mayo, was hat das zu bedeuten? Erschlagen wir euch mit unserem Sternjuwel. Und jetzt schnappen wir uns alle Sternjuwelen auf einmal. Das ist der Plan. Mayo, deine geliebte Prinzessin Peach ist schon lange nicht mehr hier. She's in another castle. Jetzt war Peach tatsächlich hier. Wo habt ihr sie hingebracht? Das werde ich euch doch nicht auf die Nase binden. Auf, los, die Show beginnt. Ich werde euch hier fertig machen. Ich und der Neo-Grossi-Bot. Endlich mal lateinische Wörter. Ah ja, erinnert irgendwie auch an Matrix, keine Ahnung. Wenigstens in schwarz, aber so viel geile... Obwohl, es sieht schon richtig stark aus, seid ihr soweit? Ich zeige euch, was Korrosion-Power ist. Also ich hatte ja schon meine Mega-Probleme mit dem Drecksding im 2. Kapitel. Da hat er mich schon angekotzt, aber jetzt eine verstärkte von dem. Fuck! Crucius stand jedenfalls auch nicht hier zu sein, und soweit scheint mir das hier wirklich der Boss vom 7. Kapitel zu sein. Der Neo-Crucibot ist stärker als alles, was du je gesehen hast. Davon kannst du dich gleich selbst überzeugen. Er hat doch keine Chance, los mal, wir machen ihn fertig. Flucht in dem Kampf nicht möglich, was anderes habe ich ehrlich gesagt noch nicht erwartet. Scannen wir den Typen erstmal. Neo-Crucibot! Ich muss, ich habe auch die Ohren gewechselt, ich habe die Sparkblüte raus, den, P plus und V minus habe ich auch raus, weil sonst habe ich wahrscheinlich gegen den Team keine Chance. Ich brauche eine starke Verteidigung. Da tue ich auch ein bisschen die Power zügeln. Und ich habe Charge P raus. Charge normal ist aber noch drin für mich. Und habe dafür den Schnellwechsel rein. Das ist der Neo-Crucibot. Er ist noch stärker als der alte Crucibot. Maximum Power K 70, Angriffskraft 6, Verteidigung 2. Seine Hauptattacke ist der Schraubendreher. Dabei rammt er dich in den Boden. Natürlich kann er seine Arme auch als Jetpranken einsetzen. Für die Arme geht Max KP 5, Angriffskraft 9, Verteidigung 0. Wenn es soweit ist, greifen dich Körper und Arme separat an. Die Arme haben wenig KP, also solltest du sie zuerst erledigen. Hat der Neo-Crucibot nur noch wenig KP, greift er auch mit einem MG an. Optisch gibt es keine wesentlichen Veränderungen, aber dieses Ding ist schon stärker als der alte Crucibot. Hübsch sind die allerdings beide nicht. Naja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit einem klassischen Ultrasprung an. Na, haben wir ja erfolgreich versaut. Attacke, Crucy Drill up. Oh oh. Fuck. Boah, alter Schwede ist da overpowered. Ich probiere es nochmal mit einem Ultrasprung. Alter! Wir machen das anders. Kraftkuss. Ich glaube an dich, Mario. Also gebe ich dir noch eine Chance. Das Verteidigung 2 ist übel. Da hilft nämlich der Power Downs auch nicht sehr viel. Ich probiere es jetzt immer wieder mit Ultrasprüngen, bis es mal sitzt. Fuck. Nee, das wird nichts. Tut auch gar nicht weh. Die Spezialattacke? Ach nö. Da ich sowas geahnt habe, habe ich den Multisprung auch mal drin gelassen. Somit hast du nämlich keine Chance, Kumpel. Mit deinem Ärmchen. Ich allerdings tausche jetzt aus zu Powerbomb. Powerbombe geht schon gar nicht mehr. Wenn ich ihn nach vorne stelle, wäre das vielleicht gar keine so schlechte Idee, aber ich halte ihn jetzt erstmal ein bisschen in die Luft. Take this! Wie habe ich dem eigentlich schon so viel KP abgezogen? Och nö, nicht die Scheißattacke. Die habe ich gehasst. Ich glaube. Ja, aufhören muss ich mich noch nicht, als wenn die KP auch runtergehen. Es kann schneller passieren, als mir lieb ist. Probieren wir es mal mit einem Powerhauer. Oh! Wo kam das jetzt her? Hallo? Komm mal denn hin. Zack! Nee, aber schwer ist der Boss immer noch nicht. Ich habe ihm schon die Hälfte abgezogen. Oh, ist der Neo-Crucibot denn wirklich so schwach? Er will nur noch eine super Spezialattacke. Nee, ne? Was ist das denn?
Nein! Boah, lass doch mal uns mein Publikum in Ruhe. Nimm das. Ja, natürlich. Was? Ich bin down, ich habe keinen Lebenspilz mehr. Oder doch? Boah, Lacke. Lacke, ich hatte noch einen. What the freaking hell was this? Nein, jetzt gehe ich auf Superfit. Alter. Oh, da war noch eine Dose gerade so ausgewichen. Nicht übel. So. Detonator. Ne, jagen wir ihn weiter in die Luft. Alter! Was war das denn? Keine Chance! Das war ja eine Mega-Attacke. Okay, die Scheiße wieder. Also mit seinen Armen will ich erst gar nicht groß rumspielen. Die werden immer sofort gekillt. Ey, keine Chance! Was war das denn? Zum Glück hatte ich zwei Lebensblitze dabei. Ich dachte echt, ich wäre jetzt down. Nee. Oh, nö. Du weißt ganz genau, dass ich die Attacke hasse. Das weißt du ganz, ganz genau. Ich halte dich trotzdem in Schach. Dickes. Aber der kann doch den Neocrossbot nicht so einfach besiegen, oder? Nö, irgendwie tut er das ja schon, ne? Naja, ich helfe ein bisschen nach. So, nächste Runde musst du dran glauben. Keine Chance für dich. Mach nur nicht wieder den Scheiß-Drill! Oh, okay, das war's. Oh, ganz super. Das ist mir eigentlich scheißegal, weil der Typ jetzt geht jetzt sowieso down. Und tschüss, Mann! Also bis auf die eine Attacke hat der Typ eigentlich immer noch nichts zu melden. Weil das war echt ultra fies. Ich konnte ja nicht an, dass er mir so viel HP abzieht. Nee, ne? Ultra-Luck muss man haben. Immer bei 31 Stück. Du bist die geilste, die es gibt. 62, Alter. Und niemand freut sich für alle Pennen. Wir gehen mal auf BP. Jo. Nice. Und tschüss. Nein, Crucius. Und er fliegt auf den Mars. Okay, ist ein bisschen gut weit weg. Shit. Mario. Ja, wir haben es geschafft. Das letzte Sternjuwel ist unser. Deine Sternkraft beträgt jetzt 8. Mal deine Sternattacke Sternhagel. Wir haben es geschafft. Alle 7 gehören uns. So fand Mario das letzte Stern wieder auf dem Mond, der Höhle der Krusionen. Aber Prinzessin Peach bleibt weiter verschwunden und mag Peach wohl verschleppt worden sein. Der mysteriöse Crucius hat ja den Schlüssel zur Lösung aller Rätsel. Und was ist die Bedeutung der Sternjuwelen, die Mario gesammelt hat? Welche Wendung werden sie dem Abenteuer noch geben? Ja, Kapitel 8 wird auf jeden Fall kommen. So viel ist klar. Aber vorher möchte ich mir diese Stories von diesem einen komischen Maustyp hier anhören. Jetzt bin ich gespannt. Es kann eigentlich nur noch eine Bowser-Story kommen, weil Peach... Ja. Ja, eben. Peach ist nicht da. Ey, geil. Die haben Cut bei der Olden reingehauen. Jetzt bin ich dran. Wo ist denn der Tempel mit dem Sternjuwel? Euer Rastlosigkeit. Das muss er sein, ne? Also, ja. Da vorne schaut es nicht gerade meine Fähigkeit. Sehr schön, also holen wir uns das Sternjuwel. Epic, gib mir das Teil. Ich kann ihn übrigens selbst steuern, merke ich gerade. Tür ist verschlossen. Ja, ach was. Verdammte Scheiße.
Sollte Sonntag oder... Hey! Schloss ist zerbrochen. Oh, geil! Was für ein Glück. Du, Gierschlumm, du. Aber es ist nicht in die Tat. Naja, pssst, wir wollen ja nichts sagen. Das muss es sein. Voll episch. Endlich habe ich ein Sternjuwel. Verweile als Zufriedenheit. Ach, wie das Netz hat. Oh, das muss dieser berühmte, wie hieß er nochmal? Varius sein, genau. Ihr seid Diebe, genau. Und das auch noch. Ich irre mich nie. Alter, was hast du für Charaktererkennkünste? Was redest du da? Ich bin ein mysteriöser Dieb. Ich habe mir lieber einen falschen Namen an. Ich bin Kopernikus und dieses Sternjuwel ist mein Eigentum. Ach so. Ja, das ist ein billiges Imitat. Nimm es, wenn du willst. What? Wieso immer ich? Und hier steht es im Tempel aus, als ob es echt wäre. Also, wo ist das Original? Das echte habe ich ihm meinen guten Freund Luigi gegeben. Dass ausgerechnet Luigi uns zuvorkommt. Wie weit kommt das nur mit mir? Es ist wirklich zu dumm, dass sie uns immer zuvorkommen. Aber die Frage ist, wo diese Gestalten jetzt... Ist mir scheißegal. Und dann... Euer Boshaftigkeit. Hä? Maragumba, was gibt es denn zu trinken, das... Ich bringe neue Informationen. Es scheint, als wurde Peach in der Nähe des Eonentors gesichtet. What the? Die Olde? Das Eonentor? Was ist denn das schon wieder? Das Eonentor müsst ihr doch kennen, euer Hirnlosigkeit. Die Legende sagt, dass sich hinter diesem Tor ein unsagbarer Schatz befindet. Ach ja, stimmt, deswegen suchen wir die ganze Scheiße. Los, wir brechen auf, wir schnappen uns Peach von den Schatz. Oh, jetzt Gaming Koba, geht das nicht schneller? Wo ist eigentlich euer Clansmitglied? Halt die Klappe. Luigi, naja, lass dich nicht unterkriegen und spam Mario wieder ein bisschen mit deinen Stories zu. Nö, stimmt, den müssen wir uns ja auch noch anhören. Der müsste ja auch jetzt seinen Wunderkompass oder so komplett haben. Und bald mal die Prinzessin erklärt. Wieso verliebt? Das heißt also, jetzt haben wir alle 7 Sternjuwelen, ne? Jetzt können wir auch endlich dieses legendäre Tor öffnen. Eine Frage nur: Was haben diese Kerle eigentlich mit Prinzessin Peach angestellt? Ich würde sagen, wir gehen erst einmal zurück nach Rolling, oder? Vielleicht weiß Professor Bumbaf ja, wo wir nach deiner Prinzessin suchen sollten. Jo. Jo! Richtig episches Kapitel. Wo reiß ein? Das ist auf jeden Fall über dem 6. und 2. Das 5. Über dem 4. am besten auch. Oder? Ich fand es auf jeden Fall cooler als die Spukabtei. Dritte, nein. Zweite, ja klar. Und überm ersten. Ich würde es eigentlich als das drittbeste bezeichnen. Ja. War richtig episch. Ganz oben steht immer noch... Hä? Ja, und wie soll ich jetzt hier rauskommen? Ach so, über den Warp. Ach so. Moment mal. Jetzt vielleicht die Tür zu Ptecher auf, wenn hier alles zu ist. Das würde mich jetzt interessieren, was bei Tech eigentlich los ist. Schauen wir mal. War der Teleporter nicht in UG1 oder war der in UG2? Keine Ahnung. Das sehe ich ganz so Tech. Wo sind wir denn jetzt? Hä? Tech! Erlebt! Identifiziere Mario. Bitte Bestätigung. Mario, endlich. Ich bin Tech, der Zentralcomputer dieser Mondbasis. Ich muss dir etwas mitteilen. Dringend. Prinzessin Peach ist... Sie ist... Formatiere... Hauptspeicher gelöscht. Generatorleistung sinkt. Notstrom... Aggregat und Backup-Daten sichern. Basisfunktionalität... Mario, Prinzessin Peach ist nicht mehr hier. Du musst Peach retten.
Peach befindet sich im Äonenpalast. Kruzus hat sie dorthin gebracht. What? Diese Information muss ich übermitteln. Nein! Energieversorgung versagt in Kürze. Evakuierung nach Rohlingen über Transporter. Transportraum findet sich in UG2. Öffne Transporter. Oh. Äonenpalast, also wenn wir die Prinzessin dort finden. Sofort evakuieren. Stromversorgung für Transporter zu schwach. Leite gesamte Energie um auf Transporteranlage. Nein, Kumpel! Was soll dann aus dir werden? Umleiten der gesamten Energie bewirkt. Irreversible Abschaltung aller Systeme. Rettung von Prinzessin Peach hat jedoch höhere Priorität. Begegnung mit Peach ermöglicht dir Einsicht in Konzept der Liebe. Systemzusammenbruch. Ignorieren. Menschen sind wichtiger als Computer. Maya, du musst Prinzessin Peach unbedingt retten. Bitte, Mario. Und sag Prinzessin Peach, bitte. Dass ich ihr danken möchte. Ja, sie hat immerhin schon für dich geschiftet. Wir werden es nicht vergessen, Tech. Beeilt euch immer schnell zum Transporter. Und Mario, du musst Peach... Fuck. Das System von Tech hat sich abgeschaltet. Also mal, wir haben eine Prinzessin zu retten, auch für diesen Computer. Na super. Es läuft alles über den Notstromgenerator, oder wie? Ja. Deshalb ist ja auch alles rot. Na, ganz prächtig. Ja, Tech ist tot. Das wusste ich allerdings schon vorher. Als man immer gesagt hat, ja, es gibt nur einen Toten in dem Spiel. Ja, toten Computer. Ganz prächtig. Das war's. Er hat alles getan, was in seiner Macht steht. Jetzt müssen wir nur noch seinen letzten Wunsch erfüllen und dann war's das. Nein, hier nicht. Wo ist der scheiß Transporter? Verdammte Scheiße. Zieh dich den Transporter nicht und Strom schaltet sich ab und wir sind für immer hier gefangen. Game over. Zutrauen würde ich denen sogar. Fuck, wo war der Transporter? Nein, hier war der Raum. Links daneben war... Muss nicht hin. Transporterraum findet sich ja in UG2. Hä? Ist denn der? Was ist der hier? Ja, wir haben ihn. So, komm her. Zurück nach Rohlingen. Nur eines irritiert mich, wir haben keine einzige Insignie gefunden. Peach, lebe wohl. Nein! Spaß, das ist jetzt wohl in die Luft geflogen, oder wie? Alle Wetter, hast du das auch gehört? Kann ich jetzt... Meine Reaktion scheint nicht zu funktionieren. Das habe ich mir gedacht. Scheinbar ist die Basis weg. Warte, bist du ja, Mario? Wer sagt das? Ach du! Hier bin ich. Ja, ich sehe dich. Ja, wo ist der Goomba? Ihr seid zurück vom Mond. Habt ihr das schon gesehen? Jo. What the? Ihr habt das geheime Hauptquartier der Krusionen auf dem Mond gefunden? Habt ihr also Prinzessin Peach gesehen? Nee, der Krusionenboss hat sie zum Millionentor geschleppt. Also doch! Ich hatte vorhin ein ungutes Gefühl und bin zum Millionentor gegangen. Da habe ich gesehen, wie ein verdächtiger Halm mit der Prinzessin im Tor verschwand. Wirklich? Ob man denn nicht alle 7 Sterne will, um das Tor zu öffnen? So wie ich hier stehe, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich fürchte sehr, Prinzessin Peach ist in Gefahr. Wir müssen also schnellstens das Tor öffnen und der Prinzessin helfen, ne? Geh schon vor, ihr kommt nach, so schnell ihr könnt. Ich habe keine einzige Insignie gefunden. Na, um Aeronas ist zwar sowieso nicht schade, aber... Trotzdem wenigstens der Vollständigkeit halber, damit ich wenigstens irgendwie was hier erreicht habe. Kann man da eigentlich hoch? Ja, eben! Dachte ich mir eben schon die ganze Zeit. Und hier ist jetzt eigentlich doch auch was, ne? Hier ist eine Insignie! Ach so! Hä? Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst, oder? Ich hasse
hasse Mates. Ich hasse Mates. Ich verfluche alle Mates der Welt. Wieso gibt es diese scheiß Dinger? Radletz Aufgabe. Würde schockieren, dass Skandal heute in den frühen Morgen schon negativ 55 Ohrfall Corsario 25 in der Taverne. Der Grund war eine verspätete Lieferung von Lebensmitteln. Schätzen die Leute hatten Corsario 2 Stunden lang in der Taverne aufgehalten. Ich weiß, es war die einzige Folge der Tat ein temporärer Gedächtnisverlust der Corsario, die Erinnerung an etwa 2 Stunden vor und nach dem Ereignis raubte. Zufällig bei der Tat anwesender Box-Promoter angeblich versucht haben, Rackety für eine Karriere im Ring zu begeistern. Skandale ereignen sich immer wieder, und was für den einen ein ganz gewöhnlicher Vorfall ist, mag für den anderen ein Skandal sein. Und die ganzen Skandale in dieser Stadt sind alle geprägt von der Liebe der Bürger zueinander und zu dieser Stadt. Nordwind-Boutique in Groß 9. Super, kenne ich schon. Bla 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 bla. Zepte Ecke. Ja, interessiert mich eigentlich alles nicht. Zum Schluss, die letzte Ausgabe ist erreicht. Am Anfang war es schwer, dieses Rad ins Rollen zu bringen. Aber wir wollen glauben, unsere Leser sind zufrieden und wir sind stolz, es bis hier geschafft zu haben. Danke für alles. Und vielleicht liest man sich ja einmal wieder. Herausgeber, Redaktion, Förderverein Rohlingen. Bla bla bla. Und tschüss. Mann, ihr habt mich um den Insigne gebracht, die Ärsche. Also wenn schon, muss ich bei Kapitel 8 jetzt noch 2 Stück befinden, ansonsten habe ich echt keine Ahnung, wie noch was sein soll. So, hoch hier. Und rüber da. Alter, du. Mach's mir fertig. Gewehr. So. Ich kann dir eventuell mir auch weissagen lassen, wo noch welche sind, aber interessieren tut's mich im Moment eigentlich nicht. Weil wir hier immer noch von Aerona reden, ne? Ich glaube, der Zauber hält noch bis zum Ende. Ja, was könnte man noch machen? Eigentlich nichts, ne? Es gibt nichts mehr zu tun. Es gäbe zwar noch den grünen Typen auf dem Dach, der irgendwie die Geheimnisse von Rohlingen kennt und dann ein bisschen mehr von der Story erzählen kann, aber ich glaube, zum Partende hin, erstens würde es sowieso nur die wenigsten interessieren. Und das lese ich mir vielleicht mal offscreen. Im nächsten Part auf jeden Fall machen wir hier weiter. Betreten den Äonenpalast, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall gehen wir mal zum Äonentor am nächsten Bad. Bis dann und ciao.